Ist geil. Bist du da, oder was? Pascal? Hallo, Pascal. Hey, ich hab grad gesagt, ich bin eben was zu trinken wollen. Haha, haha. Das ist so richtig aus dem echten Leben rausgegriffen hier, ne? Warum? Ja, weil das ja Folgen startest, du Dulli. Ja, ich hab doch gesagt. Komm, dafür muss ein Like geben, ja. Genauso für das hier, muss auch ein Like geben, was auch immer die hier veranstalten. Ja, wir sind hier gerade auf 1,5 unterwegs. Ich bin Level 10, fast Level 11. Keine Quests mehr. Mir war langweilig und Pascal hat gesagt, ach, komm doch mal mit hoch hier. Ne? Ist doch easy. Oder nicht? Ich muss sagen, es ist auch mega voll hier auf 1,5. So voller jedenfalls als jetzt gerade um die Zeit unten. Ja, und wir haben vorher schon ein paar Aufnahmenversuche gemacht, aber OBS wollte nicht so richtig und will jetzt immer noch nicht so ganz 1000% richtig, aber das ist mir jetzt schön egal. Funktioniert jetzt. Hat zu funktionieren. Und wenn ich mein CPU damit kille, werdet ihr das merken, wenn keine Videos mehr kommen, ne? Ganz einfach. Das ist mir wert. So. Wie man vielleicht schon sehen kann, haben wir unsere Drohnen, oder ich jedenfalls, Pascal ja auch, läuft wieder um ein Level hoch, ne? Haben wir unsere Drohnen ein wenig gelevelt. Und zwar, momentan ist ja der kleine blöde Bug, dass die ganzen Shit-Drohnen sich nicht leveln wollen, wenn man mit dem Goalie zum Beispiel oder mit dem Wang unterwegs ist. Aber es gibt einen Bug für den Bug, ne? Und somit kann man den Bug für den Bug beim Bug-Usen wegbacken. Kapiert? Hoffe ich mal. Man nimmt keinen Bug-Usen. Genau, scheißegal. Es ist eine legitime Sache auf jeden Fall, da man es ja normaler auch machen kann. Man nehme ein Schiff, was in der Schiffskategorie, sprich also in den Schiffspunkten unter den Vengeance steht. Das wäre ein Nostromo, das wäre ein Leonuf, das wäre Liberator, Phoenix, was weiß ich. Auch die Yamato, die Defcom und Co. Die stehen da so schiffsklassenmäßig drunter. Man nehme eine alte Karte oder irgendeine beliebige Karte, je nachdem wie stark man ist, und man ballert drauf los. Lustigerweise bekommt man nämlich da die ganzen verdammten Punkte für die verdammten Drohnen. Ne? Soll ja angeblich nur ein Anzeigefehler sein. Ein Anzeigefehler hat mich schon ein paar Mal das Leben gekostet. Ne? Pascal bestimmt mehr noch als ich. Mhm. Ja. Bescheide jedes Mal. Ja. Also, naja. Wir haben uns dann so gedacht, ja, ist jetzt nicht mehr schön, wir machen das jetzt anders. Und dann zack, bam, weg. Und es hat funktioniert. Das ist ja auch relativ geil, dass das auch mal wenigstens funktioniert. Ja, ich bin halt Level 10, sieht man ja hier vielleicht ganz gut. Und hier wollte ich mir jetzt einen Titel aussuchen vorhin. Habe ich auch gemacht, ich habe mir jetzt Skilltastic ausgesucht einfach. Hihi, wir sind jetzt auch 9 Leute im Clan. Kann ja mal im Hintergrund schnell laden. Jetzt leckt das hier natürlich ein bisschen. Osama, bin laden. Ist tot. Oh ja. Der ist übrigens im Mai gestorben, ne? Wir haben ja jetzt auch Mai. Ja, im Juni. Wir hatten ja jetzt auch Mai. ja. Okay. Bin so ein wenig daneben heute. In 56 Minuten beginnt das Gate-Doppler-Event. Habe ich von einer Quelle, die sich Pascal nennt, erfahren. Weiß es nicht. Der hat es von einem anderen erfahren. Mal gucken, ob es wirklich so ist. Ja, ich wollte kurz den Clan jetzt mal zeigen. 24D hat jetzt 9 Mitglieder. Yay. Wir hätten hier mich, dann den Shockwave mit seiner besten Titelei, nämlich Baron Erbsee. Dann Dark Clipper, das ist ein Rekrut. Dann ein Blogger HD, den ich noch nicht persönlich kenne. Das ist Easy Katka. Better Than Your Ma ist ein Recruit. Stone MC ist ein Recruit. Easy Katka, keep calm and relax. Und Bad Girl ist unsere Clan-Hure. Und Netzwerkfehler ist Easy Katka. Wer Bad Girl ist, weiß das zufällig jemand von euch? Wenn ja, stoppt dieses Video und schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, hört uns einfach zu. Es ist nämlich Pascal. Wer ist es? Ina, ja. Und mehr muss ich nicht sagen, oder? Nein, mehr musst du nicht sagen. Gut. Wir wollen jetzt genau intime Geschichten haben. Ja. Tja. Wie war denn das so, als Lina von einem Lodakia getötet wurde? Freunde. Hat ja, hintereinander. Stimmt. Stimmt. Also ja, schon ganz lustig, ne? Es gibt in diesem anfängerfeindlichen Spiel auch wirklich Anfänger, die so blöd sind und es nicht kapieren. Es tut mir sehr leid für dich, Lina. Wir haben es dir versucht, stundenlang zu erklären.
Es gibt auch Leute, die nicht gemacht sind fürs Zocken und ich glaube, du gehörst dazu. Ja, ganz klar. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber wir sind halt so, ne? Dass wir das jetzt auch Ja, nochmal wir hier leben ja mit ansprechen. dir. Und natürlich hat unser Sebo, ne, hier auch bei uns jetzt in der DO-Folge vertreten, einfach mal wieder mal ein Jo. paar schöne Sachen rausgefunden und vorbereitet, die er uns hier in der Folge nicht zeigen wird, weil das Datenschutz ist, aber die wir natürlich schon gesehen haben und gestern uns darüber gefreut haben, ne? Sebo ist Was? nämlich ein kleiner Künstler mit Photoshop. Ach so. Na? Ja, Genau. danke. Aber Paint Mehr beherrsche ich besser. sagen wir dann nicht zu Paint, kann er natürlich auch. Na? Wir können das, glaube ich, alle. Hier die Dark Orbit-Leute haben bestimmt auch an Paint gedacht bei der Entwicklung hier. Das zu benutzen. Einfach. Naja, ich weiß nicht, soll ich mir das Uri aufsparen oder soll ich mir ein Pad davon kaufen irgendwann? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder soll ich mir eine Iris-Drohne kaufen? Weil die Preise hier, die sind so unverschämt. Also so mega unverschämt, wirklich. Ich meine, du kannst ja jetzt durch dieses Montage-Event kannst ja das Pad irgendwie craften. Also weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Also die Droprate wurde ja jetzt verringert. Ach, die wurde Aber nochmal verringert. Nice. ja, klar. Nice. Aber du Lohnt kannst dir sich. das halt zusammensammeln. Dauert halt ein bisschen. Aber das ist möglich. Ey, Das ist ein guter. Feind. LOL. Weil er fliegt einmal mitten durch. Ja, weil er zu scheiße ist, guck mal. Fliegt einmal mitten durch. Warum? Ja, weil er zu scheiße ist. Ja, ganz einfach, ne? Ja, er ist einfach zu scheiße. Es ist einfach so. Ich trinke mal einen Schluck Cola. Ich bin auch zu scheiße. Ich mach das jetzt einfach. Bah. Mein Mikro hat mir gesagt, das wurde gerade gezeigt. Also aufgenommen. Bah. Das Geräusch. Okay. Ja. Ach, ist egal. Is all is egal. Hier auf Global Europa ist alles erlaubt. So viele Leute wie hier unterwegs sind. Na. Übrigens, wer Bock hat, in den Clan zu kommen, komme bitte gerne in den Clan. Wir haben ein TS sogar. Steht alles da. Auch. Gerade stand es auch im Video vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle. Müsst ihr mal gucken, einfach. In der zweiten Folge, Ja. Nee, auch eben gerade habe ich nochmal geschaut. Ich habe dir den Clan offen. Hier. Ja. Ich lade mal kurz die Information auf. Da steht das TS auch drin. Hey. Da sind wir momentan noch. Ne? Ich werde bald ein eigenes TS mal anmieten. Beziehungsweise wir werden uns einfach ein TS besorgen. Und da ist hi. Hi, eine grüne Venus. Eine grüne Venus. Und dann geht das einfach da ein bisschen weiter, ne? Ah, wo Venus? Gerade einfach weggeflogen. Ah, okay. War Einfach auch so weg. scheiße. War er zu scheiße. Hier, er steht doch hier. Ja, Ach, haut raus da. das ist der Lappen von 0,7 Ach, Prozentpunkt 0. Quatsch. Und jetzt ist er gejumpt. Na, Nach 4,5 ach ja, rüber. komm. Ach, Mann. Lol. Ja, Mann, vorbei. Na, jetzt aber. Gehen langsam die Stimpaks aus, ich muss meine Leute töten. Wenn man das so hört, ja, könnte man denken, du würdest Fallout spielen, das du natürlich nicht machst, weil wir ja gerade Dark Orbit spielen, ne? Bin aber wirklich gerade Fallout hier. Oh, easy. Ach Wie so, viel bin ich hier PR im jetzt? falschen Channel, bin ich beim falschen Stream. Ja, Entschuldigung, Sie sind hier gerade bei Kinder helfen Kindern, wenn Teenie-Mütter schwanger werden. Ach so. Ah, ja, aber ich hätte Kandidaten für sie. Ja, ich auch. Ich auch. Nein, Lina ist Heiße nicht hier. Lina. Im Es hat Spaß. sehr viel mit Dark Orbit zu tun, ja? Merkt euch das. Jeder hat eine Lina im Clan. Das geht einfach so arschmäßig langsam hier. Kugelschießen schießen müssten wir einfach mal. Weil sie kann ja auch X2 nehmen, ne? X2, 14, 12 bis 14.000 Schaden war. Ja, Ohne ohne Delay. Update. Ja, Also sicherlich ohne ohne Booster. Update. Aber wenn das Gate-Doppler-Event sein sollte, werden wir dieses Wochenende sehr oft in den Gate sein. Das garantiere ich Ihnen auf jeden Fall.
Ich meine. Ich auf jeden Fall, bei dir weiß ich ja nicht, ne? Ja, ich werde mir ein Pad leisten und dann geht das da los. Erstmal schön Zeta, braucht man ja nicht unbedingt ein Kami-Pad für und dann ein bisschen hochziehen, ein bisschen leveln. Noch damit das Pad irgendwann Level 8 ist und dann kaufen wir Kami und dann Alpha, Beta, Gamma und dann easy gib ihm. Ja. Jo. So würde ich das auf jeden Fall mal machen. Ich kann ja mal die Galaxy Gates laden im Hintergrund. Das killt meinen sowieso schon kaputten Rechner hier, kann man ja sagen. Das killt den eh schon fast. Komplett. Na, wir warten jetzt einfach mal, bis das sich hier öffnet. Und es steht und es steht und es steht und es steht und es steht. Nein, wir sind nicht im Puff und es steht immer noch. Sind ja noch 45 Minuten bis zum Gate-Doppler. Ja, vielleicht, ne? Wir hoffen. So, ich habe eine extra Energie. Yeah. Im Kappa habe ich 0 Teile. Und im Zeta 50. Oh, ich dachte, waren 60. 50 Teile im Zeta immer noch. Klick. 240 Schuss X2. Ich bin reich. Vielleicht kann ich mir von den 200 Schuss irgendwann was kaufen. Wenn ich sie verkaufe. Vielleicht einen neuen Rechner oder sowas. Wir müssten mal so eine Spendenaktion machen, einfach. Spendet, ach, ganz bestimmt. Spendet für die armen Vengans im Orbit. Uns beide hier. Ja. Spendet uns 240 Schuss X2 und ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Genau. Beste. Ja, also hier oben ist recht voll. Ich freue mich schon, wenn ich ein bisschen stärker bin. Dann auf den gegnerischen Karten mal vorbeizuklopfen. Dann gibt es auch natürlich auch ein paar schöne Videos dann dazu. Also solange es jetzt hier in der Anfangsphase so ist, ist es ja auch interessant, ein bisschen den Hangar zu sehen und Co. Und deswegen machen wir das auf die Art und die Jagddinger, beziehungsweise der Rest, wenn es dann nicht mehr so geil ist, das alles hinten ran zu sehen. Ne? Das wird dann mal wieder easy mit Fraps und Co. Und dann wird er auch mit Intro gearbeitet, so als ob er professionell wären hier. Sind wir ja nicht, wofür denn auch, ne? Wir haben ja Spaß, wir sind nicht professionell. Wie ging das denn nochmal? Professionell sein. Ach, das weiß ich. Wie geht das denn? Können Sie uns diese Frage beantworten, vielleicht so als Ausgang, Herr Sebastian? Natürlich. Um ein Professioneller zu sein oder Professionelle, musst du dich nur ziemlich aufreizend anziehen und an dem Bahnhof an den Bürgersteig stellen, nachts und winken. Und der Rest erklärt sich hoffentlich von selber. Ich habe eine Frage dazu. Ja, natürlich. Gerne. Was mache ich, wenn es keinen Bürgersteig gibt? Dann stellst du dich möglichst weit an den Rand von der Straße. Alles klar. Leitplankennähe, so. Dann gibt es jetzt einen Aufruf an die Zuschauer. Schickt uns bitte Bürgersteig-Fotos von eurem Bürgersteigen. Bitte auf das Facebook-Profil, was hier drunter steht. Oder bitte auf den Twitter-Account. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Und tschüss, Bürgersteiger!